Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Aventurenpark Hellendoorn in den Niederlanden. Das ist das erste Mal, dass wir hier sind und ich freue mich schon richtig. Es ist der 5. Tag unserer Tour, leider auch der letzte. Aber alles Schöne muss auch mal zu Ende gehen, dann hat man auch wieder Zeit für neue Abenteuer. Ich bin gespannt, was wir hier heute so erleben. Heute ist auch lange Sommernacht, der Park hat bis 21.30 Uhr auf. So lange werden wir aber nicht hier bleiben, wir müssen ja noch ganz nach Flensburg zurück. Und von daher nehmen wir mit, was wir kriegen können. Es sind hier 3 Achterbahn-Counts zu haben und zu holen und noch jede Menge andere Sachen, die Spaß machen. Und euch nehme ich wie immer eine Runde mit. Meine Rippen und Hüftgelenke sind auch noch heil. Ja. Können wir ruhig nochmal fahren. So, jetzt sind da schon mal die 2 Achterbahnen gefahren, deren Namen ich mir nicht gemerkt habe. Ihr werdet es aber gesehen haben, weil hier darf man auch On-Rides machen. Ich habe gefragt und mit GoPro und mit Sicherung ist das hier auf jeden Fall erlaubt. Und jetzt stehen wir gerade an für die Indoor-Achterbahn. Die soll richtig gut thematisiert sein. Ich bin sehr gespannt und auch sehr gespannt, wie hell es da drin ist und ob ich überhaupt mit der GoPro irgendwelche Aufnahmen mache. Aber wir werden es sehen. Bis jetzt gefällt mir der Park aber schon richtig gut. Eine neue Achterbahn ist auch im Bau. Ich denke mal, die wird dann nächstes Jahr eröffnen, wenn die Teile rechtzeitig reinkommen. Aber bis jetzt gefällt mir der Park richtig gut auf jeden Fall. Ich sehe gar nichts.
kommen ja aus der Dark Ride Achterbahn. Diese Kanalisation, die ist auch cool. Fährt 2 Runden. Sehr dunkel da drin. Ich glaube, ich habe da nicht viel Chance, irgendwas gefilmt zu haben. Falls doch, habt ihr das jetzt gesehen? Und jetzt geht's in den Dark Ride. Also das Haus hier, das sieht ja wohl auch mega geil aus. Richtig cool. Wartezeiten halten sich auch noch einigermaßen in Grenzen für die Dunkelachterbahn. Da haben wir jetzt, ich weiß gar nicht, 40 Minuten oder so gewartet. Dafür, dass Ferien sind, geht das alles noch. Aus dem Dark Ride, das war ein Shooter. Der war aber relativ lang und echt gut gemacht, fand ich cool. Am Ende hat allerdings keiner gecheckt, wer wie viele Punkte gemacht hat, weil irgendwie haben wir an den Sitzen keine Buchstaben gefunden, aber vielleicht waren wir auch einfach zu blöd. Ist ja aber auch egal. Mich interessiert es auch nicht, wie viele Punkte ich mache, sondern mich interessiert das Erlebnis und wie schick die Fahrt war. Und euch konnte ich sogar mitnehmen. Richtig cool. Ja, mal sehen, was wir jetzt als nächstes machen. Hier ist eine Show. Mal gucken. Weg naar de gym. En volgens een oude legende is er in deze gym een schat verstopt. Oh, dat is met die monorail. Vanochtend zat ik rustig in de zon te snikken en toen hebben de stelvogels mijn koekjes gepikt. En het waren zulke lekkere koekjes. Niet zeur, Geelsnelder. Je hebt genoeg koekjes in je rugzak. Einde op hoedag 4. Als ik het goed vertaald heb, ligt de schat verborgen in de grot. En momenteel zijn we vlakbij de grot. Laten we hier gaan kijken. Wacht eens even. We zijn jouw grot. Daar wil ik niet in. Weet je wat voor dieren daar in de grot zijn? En ik kan van die Yes! Jullie hebben me gevonden! Nu moet ik nog uit dit web zien te komen. Willen jullie tegen het reddingsteam zeggen dat ik hier ben? Dank jullie wel, dappere avonturiers.
bin ich auch noch mit der Enterprise da gefahren. Die zweite ihrer Art, die ich gefahren bin, gestern in Slachhagen, die fuhr sich aber etwas besser. Die hier ist irgendwie so am höchsten Punkt so ruppelig gewesen und beim Runtergehen auch einmal. War ein bisschen beängstigend, aber ich habe es überlebt. Und der Wasserpark hier, der sieht auch richtig fett aus, kostet, ich meine, 4 Euro extra und dann kann man den hier nutzen. Ich zeige euch das mal, sieht cool aus. Und ausschließlich Wasserrutschen. Und hier baut Helen Dorn gerade einen neuen Coaster, einen Spinning Coaster. Also die Thematisierung hier sieht schon mal richtig cool aus. Wir haben jetzt hier in Helen Dorn alles gemacht, was wir machen wollten, bis auf das Rafting, aber dafür eine Stunde mich anstellen muss ich jetzt nicht. Aber die drei Achterbahnen sind wir gefahren und ja, den Dark Ride auf jeden Fall. Das war richtig, richtig cool. Also Helen Dorn kann man auf jeden Fall mal machen. Ich denke mal, es ist ein unterschätzter Park, der hier echt noch Potenzial hat, auch gerade wenn jetzt noch die neue Achterbahn gebaut wird. Und wer hier in der Nähe ist, kann hier auf jeden Fall mal hinfahren. Wir haben jetzt mit Rabatt keine 20 Euro bezahlt für den Eintritt. Parken kostet 57 und das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist für alle irgendwie was geboten, für Kinder, für Erwachsene. Recht bunt zwischendurch, aber sieht auf jeden Fall alles sehr schick aus. Wir machen uns jetzt wieder auf den Heimweg, jetzt aber auch wirklich. Unsere Tour ist leider vorbei. Wie gesagt, die schönen Stunden vergehen immer viel zu schnell. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Freue mich, wenn ihr es euren Freunden sagt und sage bis zum nächsten Video.